Hallo und herzlich willkommen bei Antworten aus der Bibel. Es ist die größte Provokation der heutigen Zeit, das Kreuz. Warum so viele Menschen dieses Symbol, dieses Zeichen der Christenheit am liebsten aus unserer Gesellschaft verbannen würden, darum geht's in diesem Video. Als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder verfügte, dass ab dem 1. Juni 2018 in allen öffentlichen Gebäuden Kreuze aufgehängt werden sollten, gingen die Wogen hoch. Man kann sich ja darüber streiten, was die Motivation für diesen Regierungserlass war, doch die Intensität der Reaktionen auf dieses neue Gesetz und auch der Tonfall, in welchem diese Debatte geführt wurde, die haben mich doch erstaunt. Warum gab es diesen Aufschrei? Hinweg mit dem Kreuz. Nur wegen eines kleinen Symbols des christlichen Glaubens? Wenn Schulen plötzlich Yogakurse anbieten, die ja eine Form hinduistischer Spiritualität sind, dann kratzt doch das auch niemanden wirklich. Der Grund des Ärgernisses liegt bei der Bedeutung des Kreuzes selbst. Denn weißt du, das Kreuz, das ist eben nicht einfach ein Symbol für das Christentum allgemein oder für unsere abendländische Mentalität. Das Kreuz ist nicht irgendein Symbol wie zum Beispiel der Davidstern, der für Israel steht, oder die fünf Ringe für Olympia. Das Kreuz ist ein Symbol, das dich daran erinnert, du bist ein Sünder und du brauchst Erlösung. Darum ist dieses Kreuz solch ein Ärgernis und solch ein Skandal. In der Bibel, im Kolosserbrief, beschreibt Paulus eindrücklich, warum dieses Kreuz für uns Menschen solch eine Provokation, aber auch solch eine Hoffnung ist. Hier steht geschrieben: Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Das Kreuz, das ist eine Provokation, weil das Kreuz einzig und alleine dasteht, weil wir Menschen Sünder sind. Wie wir hier lesen, zeigt es dir wie ein bohrender Stachel. Du bist ein Feind Gottes. Du weißt nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Wir Menschen, wir sind verloren und wir brauchen Erlösung. Was wir tun, das gefällt Gott nicht. Sei doch mal ehrlich und schau mal in unsere Gesellschaft hinaus. Wir rennen Tag ein, Tag aus dem Geld nach, immer darauf ausgerichtet, noch mehr für uns selbst zu bekommen. Und am Ende jedes Tages schaut doch jeder nur für sich selbst. Wir lügen einander an, unseren Chef, unseren Partner, unseren Arbeitskollegen. Wir töten jährlich tausende ungeborene Kinder und nennen jene, die sich dagegen aussprechen, Fanatiker. Wir sind schadenfreudig gegenüber unseren Nächsten, unbarmherzig gegenüber Menschen in Not, lieblos und kaltherzig. Wir sind, könnte man sagen, auf der Flucht vor Gott und ignorieren seine Gebote, wo es nur geht. Die Aufzählung, die könnte endlos weitergeführt werden. Ich wollte eigentlich bei einem großen Kreuz drehen, doch hier in der Stadt findet man keines. Auf dem Land stehen die ja noch überall, aber irgendwie hat man die Kreuze aus der Stadt verbannt. Doch gerade hier in unseren Städten, wo die Kriminalität häufig so sichtbar wird, wo die soziale Ungerechtigkeit an die Oberfläche kommt, sollte doch solch ein Kreuz stehen. Denn das Kreuz, das zeigt dir nicht nur auf, dass du ein Sünder bist. Das Kreuz, das strahlt eben auch eine unglaubliche Hoffnung aus. Es ist die einzige Hoffnung für dich und für unsere sterbende Welt. Wir haben es doch in diesem Bibeltext gelesen. Am Kreuz hat Jesus für deine und meine Sünden mit seinem Leben bezahlt. Weißt du, wir alle sind vor Gott schuldig geworden und sind durch diese Schuld von Gott getrennt. Aber was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott in seiner Güte. Um unsere Schuld zu bezahlen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Das Kreuz, das ist mehr als einfach ein Symbol. Es weist auf den hin, der deine einzige Hoffnung ist, Jesus Christus. Vertraue doch noch heute diesem Jesus dein Leben an. Schieb das nicht auf die lange Bank. Schieb das Kreuz nicht weg von dir, sondern nimm dieses Angebot, diese Vergebung und Versöhnung noch heute für dich in Anspruch.
Wenn du das gleich jetzt tun möchtest, auf meiner Webseite gabrielhessler.com findest du einen Menüpunkt mit dem Namen Jesus folgen. Da erkläre ich dir noch einmal in aller Ruhe, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu werden. Schau es dir an und mach noch heute Nägel mit Köpfen. Das war's für heute von Antworten aus der Bibel. Ich danke dir, wenn du dieses Video in den sozialen Medien teilst und so mithilfst, möglichst viele Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu erreichen. Du kannst mir auch auf Facebook folgen oder meinen YouTube-Kanal abonnieren. So bleiben wir miteinander in Verbindung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.